Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen einige unserer Laborversuche mit einem Leistungsmesser darstellen. In diesen Bildern wird unsere Last gezeigt. Sie ist eine 50 Ohm Last mit einer N-Steckerbuchse. Damit auch hohe Leistungen gemessen werden können, sind oben Kühlkörper auf den 50 Ohm Widerstand aufgebracht. Der Lüfter wird für die hier gemessenen Leistungen nicht benötigt. Hier sehen Sie unsere Signalquelle. Sie kann Signale mit ca. 2,7 GHz und bis zu plus 13 dBm erzeugen. Mit dem Oszilloskop wird der Spannungsverlauf über die Last bei verschiedenen Frequenzen dargestellt. Allerdings ist hier das Koaxialkabel defekt, weshalb es zu Spannungsschwankungen kommt, wenn das Kabel berührt wird. Für weitere Versuche wird das Kabel ersetzt. Für den ersten Versuch wird eine Ausgangsleistung am Signalgenerator von 10 dBm eingestellt. Die Ausgangsfrequenz wird variiert, die Messfrequenz des Leistungsmessers wird jedoch auf 10 MHz festgelegt. Im Frequenzbereich von 100 kHz bis 10 MHz nimmt die gemessene Leistung stetig zu und nähert sich immer weiter an den eingestellten Wert an. Die Leistung bei 10 MHz wird mit 9,62 dBm gemessen, obwohl 10 dBm eingestellt wurden. Da das Messgerät allerdings ohne Eingang schon eine Leistung von minus 0,4 dBm angezeigt hat, wurde dieses Ergebnis erwartet. Die gemessene Leistung bleibt bis ca. 100 MHz relativ genau, fällt dann allerdings im Bereich Richtung 1 GHz wieder ab. Für den nächsten Test soll ein unbekanntes Bauteil vermessen werden. Dazu wird die Frequenz variiert und jeweils die Leistung betrachtet, wodurch auf die Dämpfung zurückgeschlossen wird. Es ist bekannt, dass es sich um einen Filter handelt. Die Frage ist, um welche Art von Filter es sich handelt. Durch Ausprobieren konnte die Mittenfrequenz des Filters herausgefunden werden. Dadurch war klar, dass es sich um einen Bandpass handeln muss. Auf ähnliche Art und Weise konnten danach die Flankensteilheit berechnet werden. An den Grenzfrequenzen beträgt die Dämpfung minus 3 dBm. Experimentell wurde so eine Frequenz des Filters von 1,740 GHz bestimmt. Laut der Aufschrift auf dem Bauteil beträgt die genaue Frequenz 1,747 GHz. Zuletzt soll noch ein kurzer Blick auf ein amplitudenmoduliertes Eingangssignal geworfen werden. Bei veränderter Modulation ändert sich auch die gemessene Leistung. Wow! Lass den Tonbinde drin.